Hallo! So, 2000 Abonnenten-Special ist jetzt auch mal da. Wir haben ja ein Q&A geplant, irgendwie so. Also ich habe euch keine Fragen gestellt. Ich habe gesagt, ihr könnt mir Fragen stellen, ich beantworte die jetzt hier. Warum kommt das Ganze erst so spät, ist wahrscheinlich die erste Frage, die sich viele stellen. Tja, einmal habe ich es aufgenommen und die Tonspur war einfach hinüber, das heißt, ich konnte nicht vernünftig schneiden. Und das andere Mal war ich einfach krank, deswegen kommt es einfach ein bisschen später. Ist ja fast jetzt schon einen Monat her, dass wir die 2000 Abonnenten geknackt haben. Dafür aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Mega nice. Also, weil ich hatte letztes Jahr oder Ende des letzten Jahres hatte ich irgendwie 200 Abonnenten, jetzt sind wir bei über 2000. Das ist ja schon ziemlich nice. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür und auch vielen Dank für den Support bei Arc Storytime in den Streams und so weiter. Mega nice. Macht auf jeden Fall weiter so. Like die Videos nach oben und dann löppt der Lachs. Ich würde sagen, wir fangen einfach an mit den Fragen. Ich blende die hier irgendwo ein, lese sie natürlich auch vor. Und Thomas fragt, mit was hast du ins Zocken angefangen und was sind deine Lieblingsgames? Ich habe angefangen auf einem Gameboy. Der blaue, durchsichtige Gameboy Color mit der blauen Edition Pokémon habe ich angefangen zu zocken. Ansonsten Lieblingsgames ist ja fast selbsterklärend. Auf jeden Fall Ark. PES spiele ich momentan viel. Rainbow Six Siege mag ich sehr, sehr gerne. Und mein All-Time-Favorite-Game ist Mafia 1 und 2. Noah möchte wissen, ob ich WoW spiele. Nein, ich spiele keinen WoW. Ich habe mal WoW gespielt. Dann aber auch auf inoffiziellen Servern, so mit geboosteten Werten und so weiter. Das war ganz nice. Das ist die beste Frage, ist von Tornado Nick auf jeden Fall. In Österreich auch. Kannst du mir ein bisschen in Ark helfen? Ich habe das ja Setup-Tour und Q&A genannt und ich glaube, Tornado Nick dachte einfach, dass ich jetzt durch Deutschland, Österreich und Schweiz touren werde. Nicht mit 2000 Abonnenten. Und ob ich dir helfen kann bei Ark, einfach auf dem Kanal gucken, da sind ein paar Videos, die helfen können. So, mal ein bisschen weiter nach oben. Da sieht man mein schönes Grinsen ja gar nicht. Dann möchte Daniel wissen, wann wieder ein Community-Server kommt. Er hatte voll Bock drauf. Ist eine gute Frage. Das würde ich ganz gerne in die Community selbst legen. Ich muss nochmal mit jemandem aus dem Stream sprechen, mit Patrick. Der hat uns angeboten, eventuell einen Community-Server zu machen. Ich habe halt keine Zeit, Lust, wie auch immer, da irgendwie das zu planen, das vernünftig zu machen. Community-Server ist ja auch immer noch ein bisschen Arbeit. Also wenn er vernünftig sein soll, der soll ja euch auch Spaß machen und mir. Deswegen würde ich das gerne in die Community abgeben. Macht auch am meisten Sinn einfach. Schauen wir mal. Lacoste möchte wissen, wie lange ich schon Videos mache. Im Prinzip seit 2012, aber jetzt richtig aktiv auf dem Kanal am Durchziehen seit Mitte 2018. So, Elias möchte wissen, wie mein Alltag aussieht, Sport etc. Also mein Alltag sieht momentan so aus, ich mache eine Ausbildung zum Erzieher. Das ist eine schulische Ausbildung, das heißt, ich bin tagsüber halt in der Schule. Oftmals stehe ich halt morgens ein bisschen früher auf und schneide dann die Videos fertig, wenn ich dann am Abend eins aufgenommen habe. Ansonsten geht es halt ab in die Schule und nachmittags werden dann meistens Videos aufgenommen oder halt eben Sachen gemacht, die so anstehen. Ein bisschen was geplant, ja. Haushalt, Alltag an sich, halt eben schulischer Alltag. Und wie gesagt, oftmals wird dann eben abends ein Video aufgenommen, was ich dann morgens versuche zu schneiden. Beziehungsweise abends mache ich dann auch meistens noch die Thumbnails. Das ist so der Tagesablauf. Aufstehen, schneiden, Schule aufnehmen, irgendwas überlegen, versuchen zu leben und ja. Dann möchte Zahnkasper wissen, bis wohin ich schon mal Ark gespielt habe. Wir haben auf der Island zwei Bosse gemacht, also die Spinne und den Affen. Das war so das weiteste, bis wo ich gespielt habe. Wobei ich muss sagen, jetzt bei Ark Storytime, soweit habe ich Solo noch nie gespielt. Dann möchte Lacoste noch wissen, wie alt ich bin und woher ich komme. Ich bin jetzt tatsächlich 26, also bin am 13.09.26 geworden. Woher ich komme, ursprünglich Lüneburger Heide und aktuell wohne ich in der Nähe von Neumünster, Schleswig-Holstein. Und Daniel hat noch eine wichtige Frage und zwar, ob ich einen Hund habe. Nein, ich habe keinen Hund, aber wir haben hier zwei Pferde stehen. Dann kommt Casanova DBZ bzw. aus den Streams auch Pascha, also auch als Pascha bekannt. Der hat 10 Fragen und wir fangen einfach mal an. Was hast du für die Zukunft eines YouTube-Kanals geplant? Ist eine gute Frage. Weiterhin Content machen, der euch gefällt einfach und ich versuche eben meinen Schnitt auch deutlich zu verbessern. Ich glaube, wenn man sich mal die erste Folge anguckt und jetzt die aktuellste Folge von Storytime, dann sieht man da schon einen dezenten Unterschied. Ansonsten ist es halt Storytime durchziehen, dann Genesis versuchen durchzuziehen. Und mal sehen, vielleicht kommt noch was PvP-mäßiges. Also wir haben auf jeden Fall mit Ark noch ein bisschen Content, irgendwie, den wir ausquetschen können sozusagen. Woher weißt du eigentlich, dass dieser Account zu mir gehört? Das hast du mir mal gesagt. Das habe ich mir gemerkt. Auch einfach aus dem Grunde, weil du mich auf das Thema gebracht hast, Züchten, Mutation und sowas. Deswegen habe ich ein Video dazu gemacht. Das ist jetzt mittlerweile eins meiner erfolgreichsten Videos auf YouTube. Deswegen danke dafür und den Namen merke ich mir dann auch schon mal.
Wie kam es zur Entscheidung, dass du mit YouTube angefangen hast? Die ARK-Videos speziell einfach, weil ich Tutorials gesucht habe zu ARK und nicht so viele gute gefunden habe, beziehungsweise zu einem bestimmten Thema eben nichts gefunden habe. Dann habe ich selber ein Video dazu gemacht und habe ich irgendwie gemerkt, da geht ein bisschen was und dachte einfach Bock, bessere Tutorials zu machen als die, die es schon gibt. Hast du noch weitere Leidenschaften außer Gaming und YouTube? Eigentlich war Sport immer meine Leidenschaft, aber jetzt durch YouTube ist es ein bisschen zurückgegangen, weil es eben auch sehr zeitintensiv ist. Ansonsten spiele ich gerne diese Rollenbrettspiele, sowas wie Descent oder... Erzählst du deinen Zuschauern etwas Peinliches aus deiner Vergangenheit? Habe ich auch, als ich das erste Mal das Video gemacht habe, schon nichts zu gefunden. I don't know, es ist mir nichts so geläufig, wo ich sage, das ist so peinlich, dass man das erzählen müsste. Fällt mir nichts ein. Hast du Geschwister? Yes, ich habe einen großen Bruder. Und wie stehe ich zu ihm im Verhältnis? Sehr gut. Gut, alles mega chillig. Lieblingsessen, auch da ist mir letztes Mal nichts so eingefallen. Kein Plan. Ich mag gerne Burger, Pizza oder halt eine Bolognese, Lasagne, I don't know. Also halt vieles, was ich gerne esse. Ich esse gerne. Machst du eine XXL-Folge ARK Storytime? Gute Frage. Kommt immer darauf an, wie viel Content ich habe. Also ich schneide die Videos halt so runter. Ich nehme in der Regel 2 Stunden auf und schneide die dann so runter, dass irgendwie das Beste bzw. Sinnvollste im Video ist, sodass dass das ganze Video eben einer Story folgt, einem roten Faden. Und deswegen theoretisch möglich. Wir hatten jetzt auch schon eine 17-Minuten-Folge tatsächlich einmal. Ich denke, dass die Boss-Folgen vielleicht ein bisschen länger werden. Kein Plan. Muss mal gucken. Dadurch, dass es ja länger wird, wird es ja nicht unbedingt besser. Warum keine Streams mehr, ist eine gute Frage. Weil da, als ich das erste Mal das Video aufgenommen habe, habe ich auch nicht mehr gestreamt. Ich hatte einfach keinen Content. So, und ich möchte mich beim Streamen auch nicht verpflichten. Ich streame jetzt einfach dann, wann ich Bock habe und so lange, wie ich Bock habe und kündige das über YouTube an, sodass ihr mit reinschauen könnt. Und aktuell sind wir auch bei Storytime bei so einem Ding, wo wir einfach streamen können, weil ich mache viele Sachen sonst auch nebenbei, ohne dass ich die zeigen würde. Dementsprechend können wir auch ein bisschen streamen. Also es gibt aktuell wieder Streams. Twitch, Nico der Profi. Zeigst du deinen Zuschauern deinen Lieblingsgegenstand in deinem Besitz und erzählst du ihnen etwas darüber? Zum Beispiel Foto, Figur, Konsole, Instrument, Zeitschrift, Karte und viele mehr. Ich habe viele wunderbare Gegenstände in meinem Besitz, aber es ist keiner dabei, den ich... Ich weiß, es klingt jetzt so langweilig, aber so, ich habe zu keinem Gegenstand so eine Verbindung, dass ich sage, wow, das ist mein absoluter Lieblingsstand und ohne Gegenstand und ohne den könnte ich nicht mehr leben. So ist es auf jeden Fall nicht. Ich habe viele Funko-Pop-Figuren. Den Joker aus Dark Knight zum Beispiel ist so einer meiner Lieblingsfiguren. Hier sieht man halt die Haare nicht, weil die grün sind. Aber steht ja halt gerade neben meinem Schreibtisch so. Von daher, das ist auf jeden Fall eine coole Figur. Könnte man sich aber jederzeit, glaube ich, wieder kaufen. Deswegen, das ist die Antwort dazu. Dann möchte Supi Dubel noch wissen, wie lange hast du vor, YouTube zu machen? Ist halt so eine Frage, die übrig sich eigentlich, weil so lange, wie es irgendwie Spaß macht, würde ich sagen. Machst ja, weil es Spaß macht. Dementsprechend habe ich mir da keine großen, also kein Limit gesetzt. Was Fakt ist, ist einfach, dass ich mir vorgenommen habe, bis ich 30 bin, ein bisschen was online noch zu reißen. Und da sind wir, glaube ich, ganz gut dabei aktuell so darüber hinaus. Wenn es mir mit 30 Spaß macht, dann werde ich es auch mit 30 machen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Paul Schmidt möchte wissen, ob ich eine Freundin habe. Ja, ich habe eine Freundin. Und dann haben wir hier von einem Namen, den ich aussprechen kann, machst du mal PvP? Dann sind wir gerade dran, dass wir irgendwie PvP mal im Stream hinkriegen. So, und dann kam noch von Sinan, glaube ich, die Frage, warum kein Minecraft oder wann wieder Minecraft kommt. Minecraft wird erstmal nicht mehr kommen. In ARK Storytime steckt da relativ viel Zeit drin, also Vorbereitung. Was will ich in der Folge machen und wie schaffe ich das, dass ich das irgendwie in 2 Stunden hinkriege, das alles zu machen, was ich machen möchte. Und dann dauert der Schnitt ja auch nochmal, sodass ich halt bei einer Folge um die 6 Stunden Arbeit reinstecke, nur aktive Zeit, sage ich mal. Es dauert halt in Wirklichkeit immer ein bisschen länger. Und ich habe aktuell nicht den freien Kopf, um Minecraft auch für mich so durchzuplanen. Dementsprechend finde ich, werde ich Minecraft momentan nicht gerecht. Ja. Und wenn ich halt ein Spiel mache, dann möchte ich es gerne vernünftig machen. Das kann ich bei Minecraft momentan einfach nicht. Dementsprechend bin ich damit unzufrieden mit dem, was ich hochlade. Und da sind mir die Klicks auch egal so. Weil wir haben, glaube ich, erst 2, 3 Folgen gemacht. Und das muss ich auch erst etablieren, bis da ein paar Klicks draufkommen. Das ist gar kein Problem. Für mich einfach der Punkt, dass ich das nicht so machen kann wie im ARK. So, weil ich da nicht die Zeit für habe. Deswegen konzentriere ich mich jetzt auf eine Sache. Das ist ARK Storytime. Und Noah möchte mal wissen, ob eine Roomtour kommt und Zahnkaster möchte eben auch wissen, wie mein Setup aussieht. Deswegen werden wir das gleich mal verbinden. Aber außerdem möchte er wissen, was mir geholfen hat, ein Setup zusammenzustellen. Und das ist ganz einfach, das war das Internet. Also meinen Rechner habe ich zusammenstellen lassen von der Twitch-Community. Die hat mir da ein bisschen geholfen, eben einen Rechner zusammenzustellen, der eben auch funktioniert. Ansonsten wegen Mikrofon und Mischpult habe ich bei Ranzratte vorbeigeschaut und mir dann was im Internet bestellt. Aber ich würde heute
Aber ich würde heute eher dazu tendieren, in einen Musikladen zu gehen tatsächlich, um mich dort beraten zu lassen, wenn man was Vernünftiges haben will. Nicht, weil das, was Herr Ranzratte empfohlen hat, schlecht ist so, sondern auch, weil das seine Empfehlung war. Und ich war mittlerweile auch in einem Musikladen und habe jetzt ein anderes Mikrofon. Ich habe jetzt nicht mehr das Rode Mikrofon, ich habe jetzt ein Neumann Mikrofon, und möchte einfach meinen Sound noch verbessern. Dementsprechend, Internet hilft auf jeden Fall weiter. So, aber es kann nicht schaden, wenn du einen Musikladen bei dir in der Nähe hast. Geh da hin und lass dich da beraten wegen Mikrofon und keine Ahnung was. Die haben da halt einen Plan von und können dir sagen, was für das, was du machen möchtest, eigentlich gut ist. So, ich zeige euch dann mal mein Room. Ich habe nämlich gar keinen Raum dafür. Ich bin einfach in so einem kleinen Kabuff im Flur neben der Treppe und ich zeige euch mal eben einmal alle Objekte, die hier so drin sind und dann machen wir nochmal ein paar coole Aufnahmen davon. Stuhl, Mikrofon, Lampe, Webcam, Lampe, Monitor, zweiter Monitor, Tastatur, Maus, Mischpult, Headset, PC, Tafel, andere Tafel, Bücher, Figuren, noch mehr Figuren, Greenscreen, Leon der Profi-Poster. Das war also einmal die Setup-Tour bzw. mein Zimmer bzw. meine kleine Ecke, in der ich die Sachen so mache. Ich verlinke einfach unten nochmal die Sachen, die ich halt hier benutze. Ansonsten, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen, denn da poste ich auch immer die neuesten Thumbnails von den Videos, die jetzt als nächstes herauskommen. Da seid ihr also immer aktuell dabei. Und da können wir bestimmt auch mal ein Q&A machen. Ohne dass wir ein Video rausmachen, kann ich so auf eure Fragen antworten. Also folgt da auf jeden Fall rein. Ansonsten nochmal vielen Dank für die 2000 Abonnenten. Wir sehen uns einfach im nächsten Video oder im nächsten Stream wieder. Vielen Dank für die ganzen Fragen. Mega korrekt von euch. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao.